Hallo, ich muss Ihnen gestehen, ich wäre froh, Lutz hier wieder zu sehen. Also wenn ich den Namen Heinz Quermann höre, muss ich heute noch lachen. Wie wär's mal, du könntest dich doch mal an die Herren Ehemänner wenden. Sie könnten doch heute mal die Kartoffeln aufsetzen. Du, na eben, das werden sie doch wohl können, was? Machst du's denn? Er hat ja damals die großen Shows moderiert und war in aller Munde. Oh Mama, wie war das mit den Geißlein? Die der böse Wolf wollt fressen, na das hab ich fast vergessen. Aber das erzähle ich mit Freuden jetzt. Die Leute haben gelacht, dann haben sie wieder geträumt, dann haben sie aus Melancholie Tränen. Der wusste schon, wie er das Publikum unterhält. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Aber Herr Quermann, Sie können doch jetzt nicht noch ein Bonbon essen. Wir müssen auf die Bühne. Achso, ich muss auf die Bühne. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Schönen guten Abend erstmal. Guten Tag. Ja, mein Daddy hat unzählige Sketche geschrieben, Texte, Konferenzen und am liebsten hat er sich selbst auf die Schippe genommen und das aber auch wirklich mit vollen Kräften. Und auf den Schreck muss ich neu trinken hier. Oh, das ist doch. Und nun kommen ja hier nur noch, das ist ja das Wichtigste, ja. Die Semmelbrösel müssen dazu. Guck mal hier, Semmelbrösel hinein. Nein. Und dann habe ich eine ganz neue Erfindung. Nein. Weißt du, was da rein muss? Knackwurst. Oh Gott, was denkst du, wie das? Das schmeckt ja ganz anders. Aber es gibt nicht doch. Knackwurst, die muss da rein. Heinz, also ich bitte dich, du weißt doch ganz genau, ich esse die Klöße nur pur und ohne Füllung. Was, du, das interessiert mich überhaupt nicht. Pass mal auf, wenn ich hier die Klöße mache, dann werden die so gefüllt, lass, wie lass, ich das will. Heinz Quermann hatte ein Gespür für den breiten Publikumsgeschmack. Er wusste also genau, was das Publikum gerne hatte. Dieses Raubtier da draußen sollte wahrscheinlich an mir Zuschauerwünsche erfüllen. Arco, entschuldige dich! Ja, der Heinz Quermann war ein super Mensch, ein toller Fernsehmensch, was heute wenig gibt von solcher Art. Und er wusste, was er wollte und er war ein Profi. Beim Adamek, warum weinen Sie denn? Mir ist meine Rolle entfallen. Was haben Sie denn da fallen lassen? Ach, den Amiga-Cocktail. Oh, den Amiga-Cocktail. Na ja, dann lassen wir mal ruhig liegen, ne? Ich habe ihn ja immer nur in positiven Situationen erlebt, beziehungsweise in kurzen Momenten auch nur erlebt. Insofern kann ich nur sagen, dass er immer ein sehr herzlicher, liebenswerter Kerl war, sehr lustig und fröhlich und ja immer auch seinen Witz auf der Zunge hatte. Bist du das Dornröschen? Nee, ich bin die Königstochter. Er war der Mann, der wusste, wie man sein Publikum unterhält, aber trotzdem hatte er den Schalk im Nacken. Also er war ausgebildet und war ein Talent und das ist halt eine große Gabe. Also wenn ich in Potsdam wäre, ich würde ja sagen, hoch, höher am höchsten, aber an der Wetterkarte habe ich gar nichts zu sagen. Das heißt, ich könnte vielleicht doch eine Vorhersage machen, ein kleiner Trost, nämlich vorwiegend heiter. Das Irre am Heinz war, er hatte immer Einfälle. Er hat immer gearbeitet von früh bis spät, hatte immer neue Programmeinfälle, neue Konzeptionen, neue Ideen. Das war auch seine Macht. Guten Abend, liebe Freunde und liebe Pferdehörgemeinde. Man nennt mich Gerd und ich bin voller Spree. Ich war einst Normalverbraucher, esse gern und bin Nichtraucher, sag oft als Heinz der Quermann, ich und nee. Daddy hat ja schon in Da lacht der Bär zum Beispiel, haben die ja zu dritt. Gustav Müller war das damals, Gerhard Wollner und mein Vater. Und Gerhard Wollner ist ja dann im Westteil der Stadt geblieben mit dem Mauerbau. Der war ja dann Jahrzehnte auch toller Partner von Dieter Hallervorden. Guten Tag, guten Tag. Bitte schön, was darf sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ja. Palim Palim, Dieter Hallervorden, heute noch ein Riesenknaller. Und das war damals, das war Anfang der 70er Jahre,
ist eigentlich der richtig große Durchbruch für die Dahler von gewesen. Mit Palim Palim ist er richtig durchgestartet. Ja, und den Sketch hat auch mein Daddy geschrieben. Da warst du nicht drauf vorbereitet. Mach mal was anderes. Ich komme jetzt noch mal, ja? Ja? Du wirst gleich am Klingeln merken, es ist immer noch derselbe Laden. Ah, ja. Palim, Palim! Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön, was darf sein? Ich hätte gern eine kleine Flasche Pommes frites. Also eine wird doch wohl möglich sein. Du kannst das nicht. Du bist schlecht sortiert. Nee. Du machst jetzt mal den Verkäufer, ich mach mal den Käufer. Ich zeig dir mal, wie man sowas spielt. Ja, zeig dir erstmal, wie man spielt. Komm jetzt. Ich wusste nicht, dass Palim Palim von Heinz Quermann ist. Da lerne ich ja heute noch sogar was in der Sendung. Ja klar, Dieter Hallervorden. Aber die Idee ist von ihm und die ist süß. Palim Palim! Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern Pommes frites. Ja, haben Sie denn eine Flasche mit? Er hat immer gesagt, Humor ist das ernste Sache der Welt. Also wenn man das nicht beherrscht, dann kann man, glaube ich, auch keine guten Sketche schreiben. Lacht der Bär, sitzt hin und her und fühlt sich so beschwingt. Es soll Musik und viel Humor sein, was fürs Auge, was fürs Ohr sein. Mit dem Hörer gleich per Du, na der Mann du. Also die Sendung Da lacht der Bär war ja ein Zeitraum Anfang der 50er Jahre. Ja, was war da? Also da, so viel zu lachen gab es ja da eigentlich noch nicht. Was spielen wir denn? Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja, und du spielst das Schneewittchen. Ja. Ich habe doch gar keinen Text. Na, ist eine stumme Rolle. Du hast doch gerade den giftigen Apfel gegessen, ne? Aber so ein Quatsch, eine stumme Rolle ist doch nicht für mich. Natürlich, was meinst du, wie ich die Zuschauer freuen, wenn du mal die Klappe halten musst? Ja. Das war ja früher eine Rundfunksendung auch. Und als dann die erste Fernsehsendung kam, da konnte man dann den Quermann auch mal sehen. Sie sind Schauspieler? Ja. Hauchen Sie mich mal an. Naja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Die drei Komiker waren sie ja eigentlich, kann man ja sagen, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon, haben so viel Spaß reingebracht. Dann natürlich die aktuellen Probleme angesprochen, auf ihre bestimmte Art und Weise. Eine Welt ohne dich, wäre keine Welt für mich, wäre ein Leben ohne Sonnenschein. Und er war ein ganz toller Volkstümlicher, so sagt man das heute ja unter dem Begriff. Aber wirklich, der konnte richtig an die Massen richtig ran. Und so wie er war, nicht gestellst, nicht gemacht. Nimm mal das Röckchen hoch hier. Ich bin so kitzlig. Moment, warte mal, Moment. Na! Na! So, 38. Manneköng, Herr Bohrmann! Nein, war verdreht, 118. Seit meinem 8. Lebensjahr bin ich mit Musik und das wird mal mein Leben sein. Und deswegen hat man jede Sendung dann Ende der 50er, ich glaube 57, 58 kam das erste Fernsehgerät. Und da werde ich nie vergessen, Bärbel Wachholz und Heinz Quermann. Warum tun Sie nur so schüchtern, junger Mann? Sage Bärbel, das ist meine Art. Also Bärbel Wachholz, bitteschön. Warum tun Sie nun so schüchtern, junger Mann? Warum sehen Sie alle Mädchen ängstlich an? Sie schauen weg, wenn Sie ins Kino gehen und mich von weitem sitzen sehen. Sind denn schon ein paar Blicke ein Vergehen? Große Künstler aus dem damaligen Westen waren in Da lacht der Bär mit drin. Die wollten da auch rein. Das war ja die erste richtige Sendung, Konzept. Es war alles dabei, ob Klassik, Komik, Schlager, alles. Sweetheart, 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 sag es mir noch einmal. 7000 Rinder, Kinder, 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 im Sommer und im Winter, immer zu lauter Ochsen, lauter Kuh. Oh, edel, 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 oh,
Humorsendungen und Musiksendungen erhöhen ja die Milchkapazität. Aha. Und bei was für Musik denn zum Beispiel? Ist ja, also wenn Sie zum Beispiel eine Sendung von Herbert Roth hören, dann geben Sie hinterher gleich Kaffeesahne. Donnerwetter, und was halten denn die Kühe vom Twist? Ach, Twist tanzen sie ungern. Ja? Da schleift's Euter immer so auf den Boden. Der ging raus, hat eine Ansage gemacht für irgendeinen Kollegen, kam zurück, dann hat er sich auf den Stuhl gesetzt, da lag sein Arbeitsblock und dann hat er die nächste Sendung vorbereitet. Er war nur am Ackern. Wir beenden die Sendung mit dem Berliner Karnevalsgruß mit einem dreifachen Hin! Nein! Hin! Nein! Hin! Nein! Heinz Quermanns Geburtstag am 10. Februar fällt immer irgendwie in die Karnevalszeit. Da ist es auch kein Wunder, dass den jungen Heinz seine Feuertaufe auf den Bühnen der Welt ausgerechnet in der Faschingshochburg Köthen ereilt. In der sachsen-anhaltinischen Provinz ist Heinzi nämlich nach dem Krieg nicht nur Schauspieler und jüngster deutscher Theaterintendant. Er wird auch zum allseits geschätzten Mitglied des Karnevalsvereins QKK. Senatspräsident Ronald Moormann hütet einen Schatz, der normalerweise im Tresor der Köthener Stadtsparkasse schlummert und heute zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt. Filmaufnahmen vom Köthener Karneval Mitte der 50er Jahre. Mehrere 10.000 Menschen kommen damals zum Feiern in die Kleinstadt, auch um Heinz den Quermann in der Bütt zu erleben. Ja, ich habe mir neulich den P70 gekauft. So ein schönes Auto. Ich weiß gar nicht, warum das Ding P70 heißt. Wahrscheinlich haben sie bloß 70 von gebaut. Er ist ja bei QKK in den 50er Jahren schon zum Ehrenmitglied geschlagen worden. Und die Karnevalisten haben ihn damals schon sehr hoch gehalten. Und er war der sogenannte Taufpate unseres Tanzkorps. 1959 wird es den SED-Oberen zu bunt und der Karnevalsverein löst sich auf. Erst 30 Jahre später, nach dem Fall der Mauer, wird QKK neu gegründet. Und Heinz der Quermann ist wieder dabei. Inzwischen längst eine Fernsehlegende. Er war einfach so eine Art Ikone. Und er war selber im Prinzip der Running Gag, weil man einfach wusste, das ist eben unser Heinz Quermann. Und er kokettierte auch damit. Heinz Quermann wird Ehrenmitglied des Karnevalsvereins und lässt es sich auch als Rentner nicht nehmen, jedes Jahr die versammelten Jecken in der Bütt zu unterhalten. Im kleinen Köthen nimmt der Weg der ostdeutschen Fernsehikone seinen Anfang. Vergessen hat das der kleine Dicke mit dem schlagfertigen Mundwerk nie. Uns hat das beeindruckt zu sehen, wie beeindruckt Quermann selber eben war. Da hat der Mann Tränen in den Augen, das ist ja ganz klar. Ja, weil da läuft ja an einem auch so ein Film ab. Wer die Vergangenheit nicht versteht, der wird die Zukunft nicht meistern. Wer nicht weiß, woher kommt, der weiß auch nicht, wohin will. Und dazu gehört bei uns eben auch Quermann. Vielleicht ist ja auch Köthen schuld, dass man später Heinz den Quermann zum waschechten Sachsen machte. Auch so eine Legende. In Hannover geboren. Und meine Eltern hatten eine Bäckerei. Ja, und dann ist es gar kein Geheimnis, dass ich so im Jahre 1936 von der Schule flog. Ich war sehr froh drüber, mein Vater auch, denn nun konnte er sagen, siehste, jetzt musst du was Richtiges lernen. Bäcker. Der Mixer dreht sich immer, immer rundherum. Such die Sahne, wird und wird nicht steif. Mir ist im Magen schon ganz kunterbunt und dumm. Ich bin für Diät mal wieder reif. Rein in die Backstube, aber ich habe gleichzeitig meinen Schauspielunterricht begonnen. Dann Musikunterricht, Violine, Klavier. Es war natürlich sehr hart, sehr anstrengend. Den Bäcker muss man ja um 3:30 aufstehen. Und habe, das ist wahrscheinlich doch einmalig, 1939 innerhalb von 14 Tagen meine Schauspielerprüfung bei der damaligen Reichstheaterkammer absolviert und gleichzeitig meine Gesellenprüfung als Bäcker. Nur näher ran und strahle, Mann. Ich bin ganz wild, das wird bestimmt ein schönes Titelbild. Ja, das Objektiv lässt sich sehr schön garnieren. Ausgerechnet jetzt muss das passieren. Das war ja dann alles Osten. Schon in der damaligen Zeit. Und das war dann seine Heimat. In Leipzig war er vorher
Dresden liebt er über alles, sein Publikum. Immer, also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Veranstaltungen er alleine dort gemacht hat. Und somit war dann der Ostteil von Deutschland auch seine Heimat geworden. Der Mangel an Unterhaltungskünstlern inspiriert Heinz Quermann in den 50ern zu der Sendereihe, die ihm für den Rest seines Lebens den Beinamen Talentevater einbringt. Ich habe eine Bitte, drücken Sie allen Talenten die Daumen und ich wünsche Ihnen daheim recht viel Spaß bei Ihrer neuen Betätigung als Fachjury. Bitte schön. Er hat mit seiner Idee Herzklopfen kostenlos, denke ich, die Mutter aller Castingshows erfunden. Und das ist ja ein geniales Format, weil man ja mitfiebert, also hohen emotionalen Wert hat, also nicht nur die Zuschauer, eben auch die Verwandten und drumherum und so. Es gab damals ungefähr pro Sendung 120, 130 Darbietungen, die sich beworben haben. Und 15 oder 16 konnten in die Sendung kommen, weil so lang war sie ja noch auch nicht. Ne? Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Schwesterchen, das war schon gut, doch dir fehlt noch etwas Mut. Die Friseuse sang plötzlich den aktuellsten Schlager oder der Schlossermeister sang plötzlich Mozart-Arien. Und der Werktätige saß vor dem Fernseher und hat also das bewundert und fand das toll, aus seinen Reihen die Künstler geboren wurden eigentlich. Fritzchen Schröder aus Halle, aus der Sendung in Thale. Ich weiß nicht mehr, ist halt so komisch und irgendwas macht mir verstimmt. Ich glaube, das ist anatomisch, wie das beide Leute so gibt. Karin und Marita Hühne, Friseuse und Vermessungsfacharbeiter aus Lauchhammer mit der Bimmelbahn. Mit dieser Bimmelbahn fahren wir nun in den Silvestertag hinein. Bitte, Karin und Marita. Kommt die kleine Bimmelbahn mal auf einem Bahnhof an, hört man schon von fern ihr Bim, Bim, Bim. Der Vorläufer von Superstar. Ja, das stimmt, ne? Und wenn man so will. Es war nicht ganz so glamourös, aber wenn man das heute sieht. Oh Mama, ich hab heute eine Bitte. Sei so lieb, hole dein Grammophon. Oma, komm und zeig mir ein paar Schritte von dem neuesten Tanz Charleston. Come on baby, let me say again, like we did last summer. Oh, let's go twist again, like we did last year. Wir haben auf vielfachem Wunsch auch in dieser Sendung, ich glaube, den jüngsten Schlagzeuger unserer Republik, Fritzchen Schlager aus Grimma. Das ist der große Schatz, eigentlich das Lebenswerk meines Daddys, in Papierform. Er hat ja nie einen Zettel weggeschmissen und ich auch nicht. Arbeit war einfach sein Leben. Und ich sage auch immer, es gab auch keinen privaten Quermann. Also alle, den Quermann, den alle kennen, den kenne ich auch. Einen anderen kenne ich eigentlich gar nicht. Es gab keinen anderen. Als ich geboren wurde, 7. Mai 1959, das war ein Vatertag, es war ein Donnerstag. Mein Daddy stand auf der Bühne und hat zum ersten Mal und das einzige Mal, glaube ich, überhaupt einen Schluck Alkohol getrunken während der Arbeit. Das hat er nie gemacht, hat er auch nie wieder gemacht. Aber ich war schuld, sozusagen. In allem, in allem, in allem, in allem, was mich umgibt, da bist du. Verliebt, da bist
verliebt. Helga Hahnemann und mein Daddy, Helga ist ja auch eine Entdeckung meines Vaters. Und die beiden, die waren also irgendwie so aus dem gleichen Holz. Die haben die Bühne geliebt über alles, ihr Publikum über alles geliebt und ihren Beruf. Und ich glaube, nur so geht das auch. Also anders kann man da nicht so ein Lebenswerk schaffen, was die beiden gemacht haben. Na nu, was machen Sie denn da oben auf der Leiter? Ich erstürme die Höhen der Kultur. Na, erstürmen ist nicht so schwierig, aber oben bleiben, das ist die Kunst. Geht nicht, hab gleich Feierabend, Schichtwechsel. Ja, das macht ja nichts, die nächste Rolle habe ich ja schon. Hey, Sie kleiner Hilfsrodolfo. Was heißt der Hilfsrodolfo? Das ist die Rolle, die ohne Unterschrift der Billy vorhin geholt hat. Also, dass Sie mir ja nicht wieder ohne Unterschrift kommen. Nein, ich habe ja jetzt extra eine Unterschrift mitgebracht von einem der wichtigsten Mitarbeiter des Deutschen Fernsehfunks. Na, dann ist gut. Was darf's denn sein? Hm, wie wär's denn mal mit Herzklopfen? Dann müsste er nach Feierabend wiederkommen. Sagen Sie mal. Welcher bedeutende Mitarbeiter des Fernsehfunks hatten hier unterschrieben? Das Sandmännchen. Sie war ja etwas Einmaliges. Das gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und mein Daddy hat sich getraut und hat gesagt, die ist richtig gut, die hat was richtig auf dem Kasten. Die will er weiter fördern. Ja, und das hat er getan. Und das hat auch richtig Sinn gemacht. Helga war ja wirklich eine Einmalige. Granate, sage ich jetzt mal so, würde sie das sicherlich auch schön finden, wenn ich das so sage. Herr Quermann, von Ihnen weiß man ja, dass Sie ständig auf der Lauer liegen, um junge Talente an Schlaffittchen zu kriegen. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich sehr sauer, wenn Sie feststellen, dass Sie ganz woanders hingehören als auf der Bühne? Oder verbuchen Sie das einfach unter irgendwas menschlich? Obwohl ich sagen muss, das finde ich sehr anständig von Ihnen, dass Ihr Herzklopfen kostenlos ist, wa? Ach, noch eine Frage. Haben Sie eigentlich mit der Sendung hier auch was zu tun? Ich sehe, Mensch Erwin, ich sehe Ihnen dauernd in der Kantine rumsitzen. So was deutet ja immerhin auf Leiter, wa? Er hat die Disziplin erfunden, er hat wirklich alles gesteuert, er hatte alle Zügel in der Hand. Und das war egal, ob er jetzt zu Hause war, ob er eine Sendung gemacht hat, ob er irgendwelche Texte geschrieben hat oder so. Er hatte die Zügel in der Hand und so hat es funktioniert. Auftritte in unzähligen Fernsehshows, im Radio, in Kulturhäusern und zu gesellschaftlichen Anlässen. Heinz der Quermann mischt in den 60ern überall mit. Immer im Dienst für seine Zuschauer wagt er auch den Spagat zwischen Unterhaltungsfernsehen und politischen Auftreten. Ja, es war natürlich eine schillernde Figur im Unterhaltungsbereich der DDR. Immer diese Zweischneidigkeit, auf der einen Seite der Macher, aber auch der Kulturfunktionär, der ja auch war, in der Gewerkschaft Kunst war sehr aktiv. Und auf der anderen Seite der Spaßmacher. Paul Ferner hat gesagt, nach dem 13. August haben sich im demokratischen Berlin die Geburtenziffern erhöht und die Eheschließungen vermehrt. Ich muss sagen, lieber Paul Ferner, ich habe vor dem 13. August schon auf diesem Gebiet, war ich, also nicht mehr. Er sprach es denn immer so, dass das für die Parteigewaltigen schon sehr anrüchig war, aber er hat es immer so gemacht, dass man ihm also nicht nahe treten konnte. Zu dieser Zeit war er eine Institution, so kann man das schon bezeichnen. Ja, ja. Also wer es sich mit ihm verscherzt hat, der hatte keine guten Karten. Ja, ja. Das sind Leute, die ihm Qualität gebracht hatten, ob das Sänger waren oder sonst wie, die hatten irgendwo Narrenfreiheit, weil man sie anerkannt hat. Wenn man sagte, der ist gut, die ist gut, lass sie mal machen. Und da hat man vieles toleriert auch. Der DTSB hat uns gebeten um diese kleine Hilfe, die wir gern gewährt haben. Es geht uns darum, wir wollen eine dufte Basketballmannschaft zusammenkriegen. Und das ist ja schön, wenn die heitere Muse da etwas helfen kann. Jetzt habe ich vorhin noch eine junge Dame hier kennengelernt. Ist die zufällig da? Die war auch nicht gerade die Kleinste. Ja. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Das ist aber lieb. Guten Tag. Ja. Er hat ja sich sogar um Sportler gekümmert. Also da gab es Ruderboote, die er voll gemacht hat, sozusagen mit Talenten, die dann auch Preise gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Sie noch entsinnen können. Vor 2 Jahren im Lachenden Bären haben wir lange Kerls gesucht. Wissen Sie? Und große, starke Damen für unsere Basketballmannschaften und für die Kugelstoßen. Ne? Und jetzt hat unsere Sektion Rudern von der DAFK uns gebeten, doch wieder mal für den Sport etwas zu tun. 1967 hat Heinz Quermann lange Menschen gesucht, die sich fürs Rudern eignen.
Und mein Vater hat dann mich angeregt und gesagt, melde dich doch einfach mal. Und das war die entscheidende Situation, der Einschnitt in meinem Leben. So bin ich nach Leipzig gekommen, zum Rudern gekommen. Andreas Decker, geboren in Zwickau, der Pädagoge im Boot, wie ihn sein Trainer charakterisiert. Es war eine harte Zeit, weil man sich an einen ganz neuen Lebensrhythmus gewöhnen musste, alles unter einen Hut bringen, sprich Schule, sprich Training. Diese vier, alle Jahrgang 52, fanden unabhängig voneinander durch den Aufruf im Fernsehen zum Rudersport, sitzen seit 1974 zusammen im Boot. Lächelnd akzeptieren sie den Beinamen Quermann-Vierer. Dass er uns als Quermann-Vierer bezeichnet hat, das weiß ich. Ist ja auch völlig legitim und ich verstehe es ja gut, dass ihn das auch ein Stück stolz gemacht hat, denn aus seiner Sendung ist letztendlich dieses Boot entstanden. Ja, legendär ist er deshalb geworden, weil er ja letztendlich von 1974 bis 1980 die Weltspitze beherrscht hat. Wir haben ja alle internationalen Erfolge oder Wettkämpfe als Erster abgeschlossen. In dem Moment, wo man über die Ziellinie fährt, olympisches Finale, da wird nichts verschenkt, da ist man eigentlich erstmal nur platt. Platt bis Anschlag, da ist man heilfroh, dass es vorbei ist. Und dieses, wir haben es geschafft, das stellt sich eigentlich ein kleines Stück später ein. Wenn sich die Gedanken wieder langsam ordnen, dann kommt auch die Riesenfreude auf. Der legendäre Quermann-Vierer, das sind Andreas Decker, Siegfried Brietzke, Wolfgang Mager und Stefan Semmler, holt einen Titel nach dem anderen. Viermal Weltmeister und zwei Olympiasiege wie hier in Montreal 1976 und vier Jahre später in Moskau. Ohne den Quermann wird es die Goldmedaille nicht geben. Das ist eindeutig so. Wobei, ich sage es nochmal, so richtig bewusst, das hast du dem Heinz Quermann zu verdanken. Ja, ich glaube, so hat das niemand bei uns aufgenommen. Nicht zuletzt durch den Kultfilm Heißer Sommer gelten Chris Dörck und Frank Schöbel als Traumpaar der 60er. Beide starten in Quermanns Talenteschmiede ihre Karriere. Wie wunderbar! Woher willst du wissen, wer ich bin? Sag nicht, du hättest es in den paar Stunden, die wir uns kennen, herausgefunden. Meine Mutter kannte ja Heinz Quermann und Heinz Quermann kannte mich noch nicht, glaube ich. Und da gab es ein Vorsingen für Herzklopfen kostenlos. Das hatte ich dann wohl auch bestanden. Lucky, lucky, mach ich immer zu. Alle Männer tun das gern. Lucky, lucky, ja, das ist und bleibt modern. Dann war ich nochmal in Herzklopfen-Sendung und da habe ich Summertime gesungen. Das hat dem Heinz Quermann sehr gefallen. Liebe. Man hat damals immer gesungen, Liebe, Leben. Das ist so komisch. Sommerzeit war die Zeit unserer Liebe. Aber leider ging der Sommer dahin. Ja, und die Leute, die es dann irgendwie durch ihn und mit ihm geschafft haben, die hat er auch ein Leben lang nicht losgelassen und begleitet. Aber es war ganz komisch. Er war damals immer nett zu mir. Und als ich dann den Frank kennenlernte und als wir geheiratet haben, da war er zu mir komisch. Vielen Dank, Chris und Frank. Reimt sich sogar. Er war, wenn er so seine Schäfchen, die er entdeckt hat, da wollte er auch die Hand drauf halten. Und das war ganz eigenartig. Das ging bis ins Privatleben. Der Freund an der Seite oder wie auch immer, das musste alles schon ein bisschen passen. Irgendwie hat er sich damit verantwortlich gefühlt. Ganz verrückt. Die Stadt hat einen Mädchenchor, der Mädchen. Stimme, das kommt vor, ist völlig heiser seit heute Morgen.
ganz ohne erste Stimme wird's nicht gehen. Und früher klang der Mädchenchor so schön. Bitte? Ja, Petra, ich bin's. Oh, Frankie! Drück mal drauf. Freu mich. Danke, bis gleich. Du weißt ja, du wärst eigentlich meine Schwester. Mhm. Das war knapp. Heinzelmann hat mir immer erzählt, als er mit meiner Mutter unterwegs war, nach 45, wahrscheinlich Anfang der 50er Jahre, er hatte sie angesagt. Ja, du musst ja sagen, deine Mama war eine ganz tolle Sopranistin. Ja, war sie wirklich. Mhm. Und du kannst ja deinen Namen sagen, mir geht es nicht so. Brinkmann? Also ja, Käthe Brinkmann. Und übrigens, wenn ich dann, als ich ein bisschen Erfolg habe, hatte dann, hat meine Mutter immer nicht mehr Käthe Brinkmann gesagt, sondern ich heiße Schnöbel. Ja, so, ja, süß. Ganz süß. Und Heinzelmann hat gesagt, also Frank, wenn ich damals nicht so dämlich und so schüchtern gewesen wäre, da wärst du mein Sohn. Woran hämmerst du denn gerade? Ja, ich hämmere gerade an einer neuen steinzeitgemäßen Mammutgala. Ah, Steinklopfen kostenlos. Nee, zwischen Frühstück und Rentierbraten. Wenn du Schwierigkeiten hast, wenn irgendwas ist, ja, komm zu fordern. Das hat er auch sehr ehrlich gemeint. Ja, ja. Ich meine, er war ja sowieso irgendwo immer im Volksmund, sage ich jetzt mal, der Talentevater. Ja. Ich habe immer behauptet, er war der Vater mit den meisten Kindern in unserem Land. Also, das sind also so schöne Erinnerungen. Guck mal, das hier habe ich noch eine. Kannst du das noch? Der Frankie als Eishockeyspieler. Eishockey, ja. Guck mal, wie hieß das Werk? Eiskapriolen. Ja, wann war das? 1980? Prädikat mit wertvoll ausgezeichnet. Na, die bitte. Sendung? Ja. Aha. Guck mal, wer da alles mit dabei ist. Du hast mit Oertel erstmal hier die Moderation gemacht. Das ist doch schon ein Traum, oder? Nee, Oertel hat die Moderation gemacht. Aber er du warst mit mir Gastgeber. Noch, er hat mich was gefragt. Ja. Er hat dich was gefragt. Ja. Mit Frank Schöbel, der singend dann aufs Eis geht. Hast du ein Foto von Herzklopfen kostenlos gefunden? Herzklopfen kostenlos habe ich ja auch noch die ganzen Zeitungsausschnitte und Manuskripte und alles Mögliche. Aber ich habe keine Fotos. Ich habe erst mal so versucht, das durchzuwühlen, aber noch nicht gefunden. Weil ich weiß nicht, ich war 19 oder so, da war ich drin in Leipzig. Und Chris habe ich gesehen, im Fernsehen nur. Und habe immer gespielt, ich nehme mal so einen Fixpunkt und die dritte Frau, die da vorbeikommt, das wird mal meine Frau, so aus Spaß. Nein. Und das habe ich im Fernsehen auch gemacht und da war es die fünfte oder so. Und da haben wir ein bisschen geschummelt und da kam Chris. Ja. Und die fand ich ja so toll und so weiter. Und Daddy offensichtlich auch, ne? Ja, Traumpaar. Und dann war irgendwie Schluss. Scheidung, das war schwierig. Und ich glaube, ich habe ihn auch gefragt, was machen wir denn? Bist dämlich, bist du. Und was hast du gesagt? Du weißt ja von ihm. Ich könnte mir vorstellen, er hat vielleicht gesagt, warum musst du denn genauso bescheuert sein wie ich? Oder den gleichen Fehler nochmal machen, so wie ich. Denn mein Daddy war ja vorher schon zweimal verheiratet, bevor dann meine Mama geheiratet hat. Ja, siehst du? Wenn du gehst, die Erinnerung bleibt. Und wenn du nicht lügst, gib es zu. In dir lebt sie auch. Ich habe mich scheiden lassen. Aus sehr triftigen Gründen habe ich mich scheiden lassen. Und da war ich natürlich die Böse, nicht? Oh. Oh, Herr Wolf, das wird Sie abkühlen. Denn die Oma soll der Quermann spielen. Komm, Wölfi. Lutz und Liebe, diese Sendung Lutz und Liebe, was haben wir für Verkleidungen gemacht mit ihm und er mit uns, die Märchenoma. Also er hatte schon eine ganz besondere Art, auch mit seiner ganzen Ausstrahlung, das alles abzudecken. Lutz hat ein Kind gekriegt. Ist das deine Tochter?
Unsinn, halt gefälligst deinen Schnabel. Also, du weißt doch genau, dass ich nur Söhne habe. Also manchmal ist der Amadeus die reinste Geierwalde. Das war, als Ulbricht nicht mehr da war, da müssen ungemein viele Zuschriften gekommen sein, wo sich die Leute beschwerten, es wäre zu wenig lustig. Ich hab dir es ja gleich gesagt, Paula, die 7. Sendung bringt Unglück. Und da wurde nachgedacht. Ich hatte zu dieser Zeit ein Buch geschrieben und das nannte sich Mit Lust und Liebe. Und da sagte ich, Heinz, das Buch kommt jetzt auf den Markt. Was hältst du davon, wenn wir die Show Mit Lutz und Liebe nennen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbrechen unser märchenhaftes Programm für eine wichtige Durchsage der Gebrüder Grimm. Im gesamten Märchenland treibt ein Männlein sein Unwesen, das sich an alleinstehende Mädchen heranmacht. Also für mich die zauberhafteste Sendung, die es überhaupt gab in unserem Fernsehen. Das hat so einen Spaß gemacht. Schau mal da, die Kleine, sie geht ganz alleine links von dir. Die großartige Idee von Quermann war, der Fernsehpapagei Amadeus als Gegenpol, das war mein Sprecher, der mich also immer auf die Schippe nahm, da waren da also Sätze dabei, wie Eierpampe, Erdnusskern, Spaß hat Amadeus gern, Lützel wäre ein doofes Ei, hätte er mich nicht stets dabei. Also das waren so kleine Frechheiten, die natürlich dem Quermann ungemein gefallen hatten. Also es ging viel auf meine Kosten, auf den blöden Moderator, und der Fernsehpapagei war seine Idee. Und jetzt hört alles auf mein Kommando. Gestern kam der Nikolaus und heute kommt Amadeus mit einem neuen Märchenbild. Mein Lutzel spielt wieder den Verwandlungskünstler vom Dienst und einige Male sogar sich selbst. Quack, quack, quack. Glück mit Garantie gibt es leider im Leben nie. Also der Heinz Querm hat mit mir zusammen, er als Prinz im Froschkönig mit diesen komischen Haaren und dieser Gitarre, der sah so spitz aus. Quark. Quark. Ich war ja auch Schneewittchen und Aschenbrödel und aber da war er nicht drin in den Bildern. Er wird ja wohl nicht das Rumpelstilzchen gewesen sein. Spinn, Mädchen, spinn, du wirst Königin. Wer zu Königin dann taugen, ja, das ist wirklich echtes Weltniveau. Quermann hat bei Lutz und Liebe den Onkel Stanislaus erfunden. Das ist ja ein ganz charakteristisches Werk davon gewesen. Heute um halb acht, heute um halb acht, so wie abgemacht, so wie abgemacht, werden wir uns sehen, werden wir uns sehen, das ist schön. Gründer Golasch mit so einem Orchester, mit alten Instrumenten und mit diesen alten Arrangements, und die haben dann moderne Schlager gewissermaßen verballhornt. Für mich bist du passé, auch wenn du schöne Augen machst. Für mich bist du passé, auch wenn du noch so lachst. Damals gab es dann diese berühmten Straßenfeger. Ja, am Westen war das Peter Alexander und bei uns im Osten waren das so Sendungen wie die von Heinz Quermann, der natürlich ein Programm machte, das auch für die ganze Familie gemacht war, für die Großen, für die Kleinen. Ich liebte diese Sendungen. König August, der Starke, kommt, ja, der König von Sachsen. Und die Gräfin Kosel hier, die ist auch dabei. Und einfach Bipsch, da kommt er schon. Ho, 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 ho. Silenzium.
ihr Leute, und höret mich, seid stille, spitzt die Ohren. Da liegt Musik drin, mit Rainer Süß. Das war der Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil dort ganz viele internationale Künstler waren. Das glaubt man gar nicht. Von den USA, von überall her. Jetzt geht die Party richtig los. Der Abend fängt erst an. Ich war ein echter Powergruß. Hat die Fete hier begann. Ich habe damals Olaf Berger kennengelernt. Wie gesagt, den Eberhard Hertel und die Pudis und Karat und wie sie alle heißen und so. Das war schon Frank Schöbel und so. Ja, große Klasse. Künstler wollten kommen, haben auf Gage verzichtet, haben dann aber natürlich auch irgendwo, hat mein Daddy versucht, sie natürlich trotzdem in einer Art und Weise zu bezahlen, in Naturalien, sage ich mal so. Costa Cordalis liebte also irgendwie Antiquitäten oder Meißner Porzellan oder Gitte Henning wollte für ihr großes Bett eine Rotfuchsdecke haben. Ich habe ein Alexander Herrmann Klavier mit nach Hause geschleppt. Also im Haus Heiterer Muse ist er dann auch schon mal laut geworden, wenn die Kollegen, das ist dann so bei der Probe, da muss man konzentriert sein und bestimmte Leute wie der Regisseur und so und die Kameraleute kriegen ihre Informationen, da muss Ruhe sein und man vergisst das dann, wenn man dort sitzt und fängt an zu quatschen und wird immer lauter und dann ist natürlich unangenehm, ne? Das darf nicht sein, Ruhe. Da wird auch schon mal kurz gebrüllt und dann, wenn Papa brüllt, Ruhe, ja. Mich noch, wie er mal Nina Hagen, ich glaube, sogar nach Hause geschickt hat, weil die zu spät kamen, wohl zweimal oder so. Die hatten wir drin als junges Talent. Ne? Damals war ja Farbfilm ganz neu. Und die hatte, also immer, wer zu spät kam, hatte den Feind im Nacken, mit Recht. Nach der Generalprobe kam so eine Aussprache, da mussten alle Beteiligten sich hinsetzen und dann ging er vor und dann, du musst das und das beachten und du das. Und die Töne waren teilweise sehr prägnant. Muss er ja. Gucken Sie, wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehe, das macht man einfach nicht. Dann ist das Mikrofon im Bild und so. Wenn dann nicht einer sagt, hey, so wird das, das geht nicht anders. Weiß ich jetzt. Und ich glaube, die, falls er jemanden zusammengeschissen hat, dann wissen die auch zu Recht. So ein
Mädchen wie du. So. Schön, dass du da bist, mein Schätzchen. Hallo. Komm rein. So, Tür zu. Das ist das Wertvollste, was ich besitze, mein Kind. Praktisch die dritte Quermann-Generation, wenn man so will. Ja, Enkelkind von Heinz Quermann. Und wir haben uns heute vorgenommen. Pudding. Ja, Vanillepudding. Ich habe den echt lange nicht gegessen, aber das war wirklich die Lieblingsspeise meines Daddys. Ja, und bei 35 Jahre Schlagerrevue kam Helga Hahnemann als kleines Geschenk für Opi auf die Bühne mit einem Kochtopf. Und da ist übrigens deine Lieblingsmusik drin. Hier drin? Hm? Ich. Na mach mal, koste mal. Hast du selber gekocht, ey? Nein. Du bist doch so vernascht. Ach, ist das schön. Na, nun hört die Sendung nie auf mit hier. Mit richtiger Sahne und guter Butter. Na, das ist ja. Pudding ist fertig. Dankeschön. Meine Eltern haben sich unheimlich toll ergänzt, jetzt privat oder dienstlich, zu Hause. Also kochen hat meine Daddy absolut null, gerne gegessen, 1000-prozentig. Aber meine Mama hat super gekocht, mein Daddy saß im Büro, hat gearbeitet. Jeder macht das, was er am besten kann und das haben die beiden wirklich für sich perfekt geklärt. Die Ehe funktionierte erstklassig, also meiner Meinung nach war seine Frau eine starke Stütze für ihn, denn er war ja wirklich hart eingespannt. Die beiden waren wirklich Latsch und Bommel. Also ich glaube nicht, dass der jemals die Pantoffel anhatte, aber sie hat sie ihm vielleicht hingestellt. Ich bin stolz auf meine Kinder, meine Enkel. Und das ist für mich auch das Allerwichtigste. Mhm. Ich gehöre ja auch, das weiß nicht, ob du das weißt, zu den schnellsten Abfahrern nach Veranstaltungen. Der Erste, der immer weg ist, bin ich. Und das wissen die alle und nehmen es auch gar nicht übel. Und wenn ich dann zu Hause bin, ich fahre dann noch lieber 300 Kilometer nachts, um nach Hause zu kommen. Nicht alle konnten Quermann leiden und es gab auch zum Beispiel Lehrer, die Quermann nicht leiden konnten und die haben es dann auch an mir ausgelassen oder an uns. Und das war auch schwer, sehr schwer. Und auch ein bisschen später noch, als ich dann auch in der Lehre war, Schulzeit zu Ende oder so. Und die Leute haben dann gehört, was Quermann kommt, ach um Gottes Willen. Also man hatte erstmal Blockade und da musste ich durch. Und nach 2 Tagen habe ich dann so oft immer gehört, Mensch, wir haben alle gedacht, oh Gott, jetzt kommt hier ja, na, da können wir uns frisch machen. Und nach 2 Tagen haben die gesagt, alles schön, alles gut, bist ja ein ganz normaler Mensch. Also ich habe da nie wirklich Probleme gehabt. Aber wie gesagt, ich war ja da auch nie so groß in dem Leben mit drin und parallel, ich habe ja nur noch die letzten ausklingenden Jahre auf der Bühne quasi mitbekommen. So agil und außer Puste hat man die gewichtigen Herren Süß und Quermann nie wieder gesehen. In seinen Familienshows am Samstagabend nahm sich Heinz Quermann oft und gern selbst auf die Schippe. Das war der Höhepunkt der Sendung. Und nun sieh mal zu, wie du in der nächsten Stunde fertig wirst, Rainer. Margot, stell dir mal vor, wenn alle Leute anfangen wollten, Diät zu leben. Und dann stell dir vor, denke ich, esse heute Mittag, ich verzichte auf meinen Gänsebraten, setze mich an den Tisch und bettle, bitte noch ein Blatt, dann bin ich satt. Nee. Den kennst du nicht? Nee. Mensch, mein Erich, da muss man sich ja schämen, dass man dich kennt. Na, mein Gustav, ich kenne wirklich nicht. Du darfst doch bald jeden Abend auf dem Bildschirm hier. Ach, jetzt weiß. Das ist doch der Liebling von meiner kleinsten Tochter. Ist wahr? Ja. Da bin die Platz. Ja, und da, finde ich, sollten wir uns mal wirklich ernsthaft überlegen zur 30. Sendung, wer denn für diese Sendereihe mal unsere Nachfolger sind. Oh, keine Sorge. Da weiß ich Rat. Sag mal, André, wie alt bist denn du? 8 Jahre. 8. Schule, Abitur, NVA. Da werde ich mir doch noch liften lassen müssen. Zwischen Frühstück und Gänsebraten, das war nicht seine Idee. Hat er keine Schuld. Das war meine Mama. Das war 1956, am ersten Weihnachtsfeiertag.
In unserer Wohnung, in unserer Küche. Meine Mama hat wunderbar gekocht. Sie war eine tolle Köchin. Alles duftete herrlich. Ja, mein Daddy war auch zu Hause. Er hatte von Kochen überhaupt gar keine Ahnung. Aber er musste ständig rumnaschen und in der Küche rumwuseln. Ja, ich glaube, jeder kennt so eine Situation. Irgendwann ist meiner Mama der Kran geplatzt. Und sie sagt, Mensch, mach du doch eine Sendung. So zwischen Frühstück und Gänsebraten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Zwischen Frühstück und Gänsebraten, das ist eine Kultsendung gewesen. Da haben sogar die Wessis eingeschaltet. Wir sind reingekommen mit Pauken und Trompeten. Das fand ich unheimlich schön. Da sind wir da durch. Das gingen wir dann schon langsam, aber wir haben es trotzdem gemacht. Es war dann schon Kult, ne? Also das muss, wir haben immer mit diesem Lied angefangen. Heinz Quermann hat immer langfristig geplant. Zum Beispiel hat er Ende Januar, Februar spätestens schon die Besetzung für Frühstück und Gänsebraten im Dezember fertig gehabt. Heinz Quermann, der rief mich persönlich an und sagte, du, wir haben ja nun in einem halben Jahr wieder zwischen Frühstück und Gänsebraten. Und da habe ich eine bestimmte Idee, du warst ja mal Thomaner. Und da liegt es eigentlich nahe, dass du mal nicht einen Schlager singst, sondern mal was Klassisches. Ave Maria, gratia plena. 1984, ja. Das war die Sache mit der Margot, ja. Genau. Hat sie ein Gedicht geschrieben, ne? Oder ein Sketch, irgendwas, und das war... Und das hat Heinz nicht so zugesagt. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum 28. bunten Weihnachtsteller zwischen Frühstück und Gänsebraten. Zum ersten Mal leider ohne Margot. Und da gab es hinter den Bühnen Crash. Und der hat sich dann so ausgewirkt, dass sie dann... Nervenzusammenbruch. Nerventechnisch nicht mehr in der Lage war, da weiter durchzuführen. Aber Margot sitzt zu Hause am Bildschirm und wartet auf das Signal zum Kartoffelaufsetzen. Wie Hund und Katze, die beiden. Aber auf der Bühne, das sind eben die Profis. Hab mich lieb, singt der Wind, hab mich lieb, sagt ein Kind, und lass mich bei dir sein. Hab mich lieb, singt der Wind, immer wieder. Hab mich lieb. 1988 dann zum ersten Mal in dieser großen Sendung zwischen Frühstück und Gänsebraten, war für mich natürlich ein wahnsinniges Erlebnis, werde ich niemals vergessen. Mein Papa und ich haben da ein Jodler unterm Tannenbaum oder irgend sowas gesungen. Papa, sag mir, was ist wichtig, was braucht man jeden Tag? Das Wichtigste im Leben ist doch, dass dich jemand macht. Das ist wie ein heller Sonnenschein. Dann ist es schön, auf dieser Welt zu sein. Heinz Quermann war für mich immer so ein bisschen wie so ein Opi, wie so ein Onkel, der auch wirklich total lieb zu mir war, total liebevoll mit mir umgegangen ist. Ich als kleines Mädchen durfte dann auch mal auf seinem Schoß sitzen und ich habe schon sehr zu ihm aufgeschaut natürlich, weil er für mich auch ein ganz großer war. Aber jetzt unsere Stefanie! Lass heute das Christkind ins Herz hinein, lass es zu dir fehlen. Weihnachten soll wie ein Wunder sein, dass es heute noch gibt. Seid gegrüßt, ihr stolzen Berge. Weit, so weit schaut ihr in die Welt. Das Tollste natürlich waren dann die großen Stars, die mit in der Sendung waren. Ich kann mich an Paola erinnern, Karel Gott war dabei. Ich weiß gar nicht, wer noch alles mit dabei war. Ich meine, sogar Andy Borg war mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mit dir auf den Freund mich verlor. Ich komme verlassen wie vor, du Maria, sei dir.
Ja, mit Leipzig verbindet mich, sage ich jetzt mal, eine große Treppe meiner Karriere. Nicht zuletzt wegen Heinz Quermann. Wir haben hier im Heitere Muse, glaube ich, hieß das damals. Das gibt's ja auch nicht mehr. Und da hat das alles begonnen. Da waren wir auf Tournee, da hatten wir Fernsehsendungen. Leipzig war schon super. Für mich ist Leipzig deswegen super, weil die Leute auch einen Dialekt haben. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Wie man dich nennt, ist mir egal. Ich habe da überhaupt nie unterschieden zwischen Peter Alexander und Heinz Quermann, ob das Osten, Westen oder Österreich oder... Die hatten einfach das Gespür und die Ausbildung, dem Publikum das zu geben, was es haben wollte. Also es war schon sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten, weil wir wussten, dass es professionell ist. In dem Moment, wo es dann auf Sendung geht, konnte er sich auf uns verlassen und wir uns auf ihn. Das war schon großartig. Süß singt der Engelchor, Weihnacht und draußen ich glaube, das war meine allererste große Weihnachtssendung, wo ich mir dann, damals gab es noch Fliegen, die um meinen Stirknackhals passt haben. Da saß ich da unter einem Weihnachtsbaum, der so groß war wie der vor dem Wiener Rathaus. Also das war für mich selber beeindruckend, da habe ich nicht links und rechts geguckt. Evergreen, kommst grad recht, kommst genau zum Termin. Du erwärmst uns wie Holz im Kamin, bist ein Gewinn und grünst immerhin für uns im Fernsehen. Wir Künstler haben Heinz Quermann immer als unseren Schlagerpapa bezeichnet. Wen er mochte, wen er ins Herz geschlossen hatte, wem er vertraut hat, der gehörte zu dieser großen Unterhaltungsfamilie dazu. Und er hat schützend seine Hände über seine Schützlinge gehalten. Heute sah ich sie wieder, die ich einmal sehr bedauert habe, weil es diese Art Erfahrung auch in meinem Leben gab. Doch es war sinnlos zu versuchen, ihnen beiden beizustehen. Die Leute, die er mochte, da hat er auch Anteil genommen am Privatleben. Ist wirklich so. Und hat sich dann für die Schicksale interessiert auch. Wir waren doch das kleine Ländle und die kleine Unterhaltungsmafia. Da kannte doch jeder jeden. Also da war doch nicht viel geheim zu halten. Wenn jemand im privaten Bereich große Probleme hatte, man hat ihn um Hilfe gebeten. Muss ich jetzt auch an Bärbel Wachholz zum Beispiel denken. Sie war oft bei uns zu Hause, sie hatte also ganz großes Vertrauen, auch wie viele, in meinen Daddy. Und wenn er helfen konnte, dann hat er auch geholfen. Sie war eine liebenswerte Kollegin mit einer zauberhaften Stimme, die man heute noch gerne hört.
Ich war ganz jung in den Garderoben und ich hab die bewundert, ganz klar. Die war ja, 10 Jahre älter, im Grunde genommen. Ja, wo ich angefangen habe, hatte sie noch den Zenit nicht erreicht. Also sie war sie war ein Superstar. Weil er ein Seemann war, fand ich ihn wunderbar. Denn auf dem weiten Meer war keine so wie er. Dass sie gerne einen zu sich genommen hat, das ist Fakt. Und da hat sie leider eben auch gesundheitlich dann nachher ihr Problem mitbekommen. Aber auch dafür gibt es eben immer einen Anlass, ne? Bärbel Wachholz, erinnere ich mich ja noch, er hat es ja auch geschafft, sie nochmal auf die Bühne zu holen in den 80er Jahren. Das waren ja auch ganz große Momente und sie war ja unser erster großer Superstar eigentlich in unserem Lande. Ja, auch eine Entdeckung von ihm. Und sie war ja jedes Mal ganz groß dabei, Sie werden sich alle erinnern können, im Amiga-Cocktail. Aber heute ist sie nun hier bei Spiel mir eine alte Melodie, unsere Bärbel Wachholz. Bunt wie die Tage im sonnigen Mai, hell wie ein silberner See. So war die Zeit für uns zwei. Generalprobe war wohl noch in Ordnung, aber dann am Abend ging es wohl gar nicht mehr und dann hat man dann aus der Generalprobe den Ausschnitt genommen. Ja, das muss sehr tragisch gewesen sein. Ja. Ich war ehrlich gesagt ganz froh, nicht dabei zu sein. Es hätte mir leid getan. Ich weiß noch, meine Eltern, wir haben geweint. Wir haben geweint vor diesem Bildschirm. Das werde ich nie vergessen. Diese wunderbare, glasklare, herrliche Stimme und was dann noch rüberkam. Da haben wir geweint, ja. Radio DDR bringt für Sie. Woche für Woche moderierte Heinz Quermann bei Radio DDR seine Schlagerrevue. Die Hitparade ist seit 10 Jahren beim Berliner Bürgerradio wieder auf Sendung. Moderiert von Radiolegende Siegfried Jordan. Seit den 60ern betreut er die Wertungssendung redaktionell. Zu Hause bereitet er gerade die Ausgabe zu Quermanns Geburtstag in 3 Tagen vor. Heute wäre Heinz Quermann 95 Jahre alt geworden. Er war für mich über 3 Jahrzehnte lang Wegbegleiter und Freund. Hallo, liebe Schlagerwie-Freunde, recht herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsendung. 1000 Mal für Sie die Schlagerrevue. Ich habe 30 Jahre mit ihm zusammengearbeitet, also fast ein halbes Menschenleben. Wir haben weit über 1500 Sendungen gemacht. Und wir sind in dieser Zeit eigentlich nicht nur gute Kollegen, sondern auch gute Freunde geworden. 12 Jahre hältst du das mit dem Quermann aus. Geht das? Ja, also ich finde unsere Zusammenarbeit bisher ganz wunderbar und ich hoffe, dass du dasselbe auch behaupten kannst. Ja, das kann ich auch behaupten. Siegfried Jordan. Normalerweise ist es so üblich beim Rundfunk gewesen, alle Sprecher mussten ein Manuskript abliefern. Das wurde durchgestrichen oder freigegeben mit der Unterschrift und das mussten sie ablesen. Bei uns in der Schlagerwie ist alles live gelaufen. Da gab es kein Manuskript. Dadurch konnte er locker über alles sprechen. Das, ich glaube, das hat der Hörer gemerkt, dass bei uns alles etwas lockerer ist. Es ist im Guinness-Buch der Rekorde festgelegt, dass die Hitparade von Heinz Quermann und Siegfried Jordan die längste der Welt ist.
Also ich glaube auch heute noch. Ich bin verrückt nach Tango, dem guten alten Tango. Und spielt dann endlich die Kapelle, so wie anno dazumal. Dann bin ich die Königin im Saal. Also wenn man da drin war, und das war schon mal toll, und wenn man bei Heinz Quermann unter den ersten Dreien war, ich war auch mehrmals mit Siegfried Uhlenbrock und sogar auch alleine 2-3 Mal unter den ersten Dreien, das war was. Du hast gelacht, wunderbar gelacht. Du hast gelacht, eine ganze Nacht. Du hast gelacht, wunderbar gelacht. Du hast gelacht, eine ganze Nacht. Alles, was die Liebe sagt, kann leise sein. Denn es wächst aus Zärtlichkeit. Erna kommt, Erna kommt wieder mal, Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt, sie kommt. Da ist es einfach gut, wenn man da drin vorkommt, und noch dazu, wenn man gewählt wird. Das heißt ja am Umkehrschluss, dass man Fans hat, die schreiben. Und damals haben die ja wirklich noch ganz ehrlich die Kärtchen ausgezählt. Und da hat dann der Fan X und Y geschrieben, und ich möchte gerne den nach vorne haben und so. Das war eine feine Sache. Kleine Vogel, wo ist die Sommerzeit? Als der Liebe klang alle Nächte lang. Mein kleiner Vogel ist auch mehrere Wochen hintereinander durch diese Sendung geflattert. Und ich habe, glaube ich, meinen Namen in keiner anderen Sendung so oft gehört wie in dieser Sendung. Sag ihr auch, ich lieb sie immer noch. Und ich weiß nicht, ob das ihr vergeht. Montags gingen meine Eltern ins Kino. Meine Mutter und mein Vater gingen ins Kino. Und Holger und ich, wir beide, hopften aus den Betten, eigentlich sollten wir schon schlafen, und sind dann heimlich ins Wohnzimmer und haben das Radio Beethoven, oder wie der hieß, das alte Gerät, so heute, da haben wir das angemacht. Und dann mussten wir uns immer beeilen, falls sie dann wieder nach Hause kommen. Ich muss am Anfang gleich was richtigstellen. Frank Schöbel hat neulich gesagt, als er gefragt wurde, wann er wieder im Fernsehen auftritt, meinte er, naja, bei dieser Schaffe da, bei 1000 Jahre Quermann. Also, ich muss eins vorwegschicken, ich habe heute gar kein Jubiläum, denn ich mache die Sendung heute zum 999. Male. Einmal war ich so krank, da hat Fieber mich erwischt, also hätten die Hörer gedacht, da sitzt einer mit Kastagnetten. Ja, Heinz Quermann und die Schlagerrevue, ich glaube, der hat die sogar einmal aus dem Krankenhaus moderiert. Der ist ja immer die ganzen Jahre, war er am Mikrofon, wo er auch herkam, nachts und immer und Regen und Schnee, und er saß da, und einmal aus dem Krankenhaus. Mensch, ich brauche was Neues für meine Steinzeit-Hitparade. Was denn? Läuft die immer noch? Du willst wohl eine Rente damit erreichen, was? Na ja, klar, mit Recht. Stell mal vor, die Anstrengung. Jeden Montagabend muss ich die Steinzeit-Hits über alle Gebirge brüllen. Denn die Neandertaler wollen ja auch mittippen, ja? Und dann gab es natürlich in der Schlagerrevue auch Jubiläumssendungen. Und die wurden dann im Fernsehen mit einer Riesenshow gefeiert. Und da war natürlich das absolute Highlight 35 Jahre Schlagerrevue. Alle waren da und es knisterte. Es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, eine tolle Show. Es ist soweit. 35 Jahre Schlagerrevue, die 1668. Folge. Da habe ich Tag doch keine Eule nach Athen. Und so, das sah so super aus. Ja, das waren Sendungen, wenn der Heinz eben ein Konzept geschrieben hat, das hatte Hand und Fuß. Ich trag doch keine Eule nach Athen. Schlagerrevue. Alle rannten rum und hatten Tränen in den Augen vor Freude, vor Glück. Und da kamen ja so alle Erinnerungen, laufen ja dann irgendwie auch zusammen, wenn alle zusammen auf einer Bühne stehen.
Und die 35 Jahre sind dann so an allen vorbeigegangen, die ja alle dabei eine große Rolle gespielt haben in dieser Zeit. Aber der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst uns Rillen drehen. Quatsch, Schlager singen. Das war ein Meisterschuss, wenn man auch sagen muss, bei aller Jägerei ein bisschen Glück ist immer dabei. Noch einmal! Ein Knüller fehlte ihm in den, das war glaube ich so Mitte der 80er Jahre. Da hat er also irgendwie, war er völlig unzufrieden mit dem Ganzen, was er da also gebastelt und erfunden hatte. Ja, und da hatte er es wirklich geschafft. Er holte die Olsenbande zum ersten Mal nach Deutschland. Und das war natürlich ja ein Ober-Ober-Knüller für alle, auch für die Olsenbande. Dringende Meldung, hier. Stadtzirkus der DDR, Zirkus Berliner, Nacht der Prominenten. Wahrscheinlich drei Einbrecher. Kannst du kommen, Hilfe leisten? Drei Einbrecher? Dann weiß ich schon, um wen es sich handelt. Ich komme sofort. Gut. Ich erinnere mich daran, weil ich selber in dieser Nacht der Prominenten drin war. Ich habe da eine Pferdedressur vorgeführt. Die waren sehr lustig und es sind ja drei wirklich richtig gute Schauspieler. Einen Plan hatte Egon mal, der nicht in die Hose ging, und das war, als Heinz Quermann das vierte Ehrenmitglied, das vierte Mitglied der Olsenbande wurde. Der Don Quixote, der es auftrat, der schläft auch lieber mit einem klugen Pferd als mit einer dummen Kuh. Und aber Hauptsache, die beiden verschlafen nicht die großen Ereignisse im ersten Quartal des Jahres 1986. Drei große Ereignisse. Haha, 30 Jahre NVA, 40 Jahre FDJ, 65 Jahre Quermann. Das. Wenn man so eine Persönlichkeit ist wie Heinz, da haben wir ja auch Westbeispiele, also Frankenfeld und alle, die hatten ihre Schiene und sind bis zum Schluss da drin geblieben. Also wir können sicher nicht sagen, dass Quermann moderner wurde, musste er auch gar nicht, weil wir haben ihn ja deswegen geliebt, weil er so war, wie er war. Kammersänger Lucia Hoda! Ja, da liegt Musik drin. Nein, 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 ich glaube, da verwechseln Sie jetzt etwas. Sie meinen sicherlich Rainer Süß. Ja, den kenne ich. Den kenne ich, der macht immer montags die Schlagerrevue. Tschüss und winke, winke. Er wollte, dass die Menschen lachen und Spaß haben, Freude machen. Das Leben ist ja ernst genug, daran hat sich auch nicht geändert. Aber eben zu lachen ist einfach, macht doch jeder gerne. So, sag mal, wo ist denn der bunte Teller? Steht vor deiner Nase, Otto. Ah ja, ja, es ist, so. Und zu trinken gibt's nichts. Muss man denn beim Fernsehen immer was trinken? Na ja, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, nicht? Falls die Sendung ein bisschen trocken wird. Ha, jetzt sei mal stille. Hm? Margot und Heinz treten gerade auf. Also ich weiß nicht. Also den Quermann kann ich überhaupt nicht verknusen. Wieso denn? Na, guck mal, wie der schon wieder aussieht. Als wenn er heute zum Frühstück schon seinen Gänsebraten gegessen hätte. Ich habe nicht empfunden, dass er irgendwie antiquiert war. Oder dass er denn die Sendung, die er letzten Endes ja nicht selber dann mehr moderierte, sondern steuerte sozusagen als Steuermann im Hintergrund. Ich glaube, dass er eine Antenne hatte. Ja, natürlich hatte er eine Antenne für die Menschen. Jetzt machst du so ein kleines Ritzeleinchen hier in die Folie. Ein Ritzeleinchen und dann kannst du schon mal schnuppern. Ja, so, herrlich. Oh. Heinz, hast du vor dem Braten schon mal in die Folie geguckt? Nee, wozu? Weißt du, was du da gebraten hast? Unsere Gans. Du hast unseren Weihnachtsstollen gebraten. Und die Menschen entwickeln sich weiter und die Unterhaltung entwickelt sich weiter. Und ich glaube mit Sicherheit, dass er diese Antenne, dass er das auf jeden Fall ihm bewusst war, dass man an den Stellschrauben drehen musste. Ich grüße Sie heute mit Gesang.
das ist so Kesselbrau. Schon 97 Folgen lang. Und darum macht's nun der alte Quermann auch. Guten Abend, liebe Leute. Frohsinn angesagt ist heute. Ich begrüße Sie. Und er war hier zu Hause. Er hatte hier seine, alles, was man im Leben schaffen kann, hat er in diesem Teil des Landes geschafft. Und hat er hier, das hat er auch sicherlich mit Sicherheit sehr genossen. Das hat ihm gefallen. Und er war nie unkritisch. Ja, ich freue mich, dass ich 40 Jahre lang von diesem Publikum, diesem Lande, das sehr anspruchsvoll ist, immer anspruchsvoller wird, das ist gut so, dass ich von Ihnen akzeptiert werde, dass ich diesen Kontakt habe. Ich wüsste gar nicht, wie ich ohne unsere Menschen, ich sag's mal jetzt so, unsere Bürger, überhaupt arbeiten und leben sollte. Man konnte nicht, also aus meiner ganz persönlichen Sicht, nicht hundertprozentig in ihn hineinschauen. Vielleicht habe ich das auch gar nicht gekonnt seinerzeit, damals. Deshalb kann ich eigentlich nicht sagen, wie er mit dieser Veränderung des Systems, das ja überall stattgefunden hat, eigentlich persönlich umgegangen ist. Wir verschweigen uns nichts mehr, denn wir haben gelernt, durch Verschweigen verliert man sich. Und wir drehen jedes Wort nicht mehr um, um zu sehen, was darunter verborgen ist. Und wir sperren uns nicht mehr ins Lügendickicht ein. Wir waren in dieser Nacht unterwegs in Bayern. Wir sind am Parkplatz irgendwo in der Nacht angehalten und haben darauf angestoßen, dass wir jetzt dahin fahren. Wir haben plötzlich an Leute gedacht, an die Techniker, die hier zu Hause waren. Und wir hatten einen Chor aus Halle, der hieß Vis-a-vis. Das waren Freunde von uns, der Tourneeleiter aus Rostock. An die haben wir gedacht und haben gesagt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ist das vielleicht in Wien, in Köln oder irgendwo. Nicht nur ein Wort, und wir lieben uns wie nie vorher. Denn wir brauchen keine Lügen mehr. Wir brauchen keine Lügen mehr. Und die Leute konnten durch das Brandenburger Tor gehen. Und wildfremde Menschen, Ausländer, die nicht weinen, nicht weinen. Aber für mich war es so, du kannst endlich zu deinen Kindern. Das war's. Ich habe ja vorm Fernseher gesessen, als das passierte. Und mein erster Satz war, ach du Scheiße, was werden die jetzt mit uns anstellen? Die vernünftigen Leute, wie zum Beispiel Heinz Quermann, die wussten natürlich, dass zu dieser Freude, dass wir jetzt freie Menschen sind, das dazu kam, einfach wird es jetzt nicht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Von Marienborn bis Frankfurt-Oder, von Sassnitz, Rügen über Hiddensee, runter nach Suhl. Ja, und wir wünschen allen frohe Weihnachten, unseren Stammzuschauern aus Kiel, Lübeck, Flensburg, Hamburg, Bremen. Kassel, Braunschweig und natürlich bis West-Berlin. So ist es. Natürlich hat sich Quermann nach der Wende auch für viele Interpreten, Künstler, Sänger, auch Artisten bei verschiedenen Fernsehstationen und Fernsehanstalten eingesetzt, damit man sie einfach kennenlernt. Am 3. Oktober 1989, vor einem Jahr also, deshalb ist das jetzt ein Feiertag, ja. Da hat mir der Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt eine Urkunde ausgehändigt, dass ich aus der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik entlassen bin. Er hat das nicht nur gemacht, um sich zu profilieren, sondern auch gemacht, weil er wusste, diesen Künstlern ja, zu helfen einfach und was Tolles auf die Beine zu stellen. Natürlich, das war sein Engagement. Und dann stehst du im Regen und niemand erhält dir den Schirm.
Der Abschied meines Daddys auf der Bühne war ja im Prinzip, das war seine eigene Entscheidung. Also er hatte das auch schon Jahre vorher geplant, zum Beispiel Frühstück Gänsebraten, weiß ich noch, da hat er also schon 10 Jahre vorher, wollte er zur 20. schon mal, 15 Jahre vorher hat er gesagt, jetzt Schluss hier, jetzt sollen mal die anderen. Zum ersten Mal seit 35 Jahren hat Heinz Quermann seinen Auftritt verpasst. Irgendwo soll er hier in der ersten Reihe sitzen. Ticker! Ja. Da unten sitzt er und spielt mit seinen Enkeln Jasmin und Robby. Du musst noch mal raufkommen heute mit mir spielen. Na nächstes ja, Jahr hast du dann genug gut. Zeit, mit ihnen zu spielen. Ja. Also komm, ja, OP, kriegst auch einen extra Applaus. Ja. Natürlich war es für mich auch immer ganz schade. Also es waren so Momente, die mich schon sehr traurig stimmten, wenn ich dann wieder hörte, ja, diese Sendung wird es nicht mehr geben. Das kann noch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, du Rosalie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, du Rosalie. Und wenn die ganze gesagt, das ist meine letzte Sendung, ich ziehe mich zurück und so. Und habe ich zu ihm gesagt, schade, du wirst uns sehr, sehr fehlen. Und du wirst auch das Fernsehen sehr fehlen. Ich glaube, Standing Ovation hatten wir noch nicht. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich. Herr Quermann, vom Talentevater der ehemaligen DDR zur Wachsfigur, für Sie ein Ab- oder ein Aufstieg? Na, ich finde fast ein Aufstieg. So ein schöner Abschluss, weil ich bin nicht stolz, dass ich nur der Erste aus der ehemaligen DDR bin, der hier ausgestellt wird. Weiß gar nicht, wie ich zu der Ehre komme, aber ich habe mich darüber gefreut. Wenn wir uns getroffen haben, er hat ja noch einige Veranstaltungen gemacht, er war ja auch ein Bühnentyp, nicht? Und solange wir das konnten, ist er noch auf die Bühne und die Leute haben sich ja gefreut. Er war ja, das ist ja ein Kult. Überhaupt, dass er da ist. Er hätte auch nur kommen brauchen und sich hinsetzen. Wäre auch gut gewesen. Nur winke, winke. Ne? Ich hätte dann gesagt, euer Heinz hier oben sitzt da. Ne? Noch nicht schießt, aber ich bin noch da. Nach der Wende war immer irgendwie Herzklopfen kostenlos weiter, nicht mehr im Fernsehen, aber es wurde also überall in der Republik noch weiter, wurden Wettbewerbe gemacht, Künstler gesucht, Veranstaltungen in dieser Richtung. Über 1200 Nachwuchskünstler hat Quermann in seinem Leben vorgestellt. Eine Erfolgsgeschichte, die auch nach seinem Tod noch lange nicht zu Ende ist. Der Bedarf ist da, das Publikum ist da, die jungen Talente sind da. Also ich bin glücklich, dass das immer noch weiterlebt. Es ist das schönste Erbe der Fernsehlegende Heinz Quermann. Bis zum Schluss waren dem Talentevater die jungen Künstler wichtig. Dem Nachwuchs den Weg ebnen, junge Musiker fördern, wie den 12 Jahre alten Tom Bergner, der mit dem Keyboard lässig die Klassiker rockt. Am Keyboard fasziniert mich eigentlich am meisten die Vielfältigkeit, dass ich praktisch Gitarre, Akkordeon, ich kann praktisch auf einem Keyboard ein Stück spielen, was normalerweise für eine Gitarre wäre oder für sonstige Instrumente. Ich kann alles machen und ich kann natürlich auch eine komplette Band ersetzen. Bis heute gibt es Herzklopfen kostenlos, die älteste Castingshow der Welt im thüringischen Neustadt an der Orla. So hat es Heinz gewollt. Einmal im Jahr wird hier der Bundestalentepreis verliehen. Und auch Tom stellte sich der Jury. Es ist natürlich ein schöner Moment und man hat ein gutes Gefühl, den Leuten jetzt einmal zu zeigen, was man wirklich kann und was man gelernt hat. Und dann, wenn im Nachhinein auch alle klatschen, dann freust du dich natürlich und bist auch froh, wenn du es geschafft hast und alles gut gelaufen ist. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Tom Bergner, unser Keyboarder. Wo dann der Name fiel, dachte ich wirklich, das kann einfach nicht sein da. Aber definitiv, im Nachhinein denkst du dir dann schon, schön und super, dass man es geschafft hat und
Es war schon cool. Gratulation, 1000 Euro. Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass es sowas weitergibt. Und sowas brauchen wir Musiker auch, sage ich mal, um wirklich mal unser Können auch zu beweisen und nicht einfach nur immer zu Hause oder bei privaten Konzerten, bei Großeltern oder so zu spielen. Der Könner am Keyboard steht nun in einer langen Tradition, in einer Reihe mit berühmten Kollegen wie Nina Hagen oder Frank Schöbel. Jetzt ist Tom an der Reihe. Vom Preisgeld hat sich der talentierte Junge aus der Gera-Musikschule Heinrich Schütz schon ein neues Keyboard gekauft. Es bleibt außer der Erinnerung die Gewissheit, dass er gewusst hat, wie man unser Eins unterhält. Also die Tatsache, dass wir heute über ihn diese Sendung machen, zeigt uns ja, dass wir uns danach sehnen, einen Heinz Quermann zu haben, der meinem, unserem Publikum das gibt, was es gerne hätte. Ich kann nur sagen, dass Heinz Quermann einfach Unglaubliches geleistet hat, dass er etwas erschaffen hat, wo heute noch einfach drüber gesprochen wird. Und das würde ich den jungen Leuten sagen, wenn sie mich fragen würden, wer war denn Heinz Quermann? Heinz Quermann war ein brillanter Redakteur und er war ein Comedian. Ich habe hier die goldene Henne, die hat mein Daddy im Jahre 2000 bekommen. Das ist so schwer, das Ding hier, falle ich fast nach vorne über. Für sein Lebenswerk. Die goldene Henne für sein Lebenswerk bekommt im Jahr 2000 vom Roberto de Blanco Heinz der Quermann. So. Und dann hätte ich ja nie gedacht, wer heute, dass er zu mir kommt, dass wir uns endlich mal wieder nebeneinander gesehen haben. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ein wunderschöner Abend. Ich bedanke mich dafür, dass ich dabei sein kann und dabei sein darf. Wenn man ein Laudatium gibt für jemanden, den man gern hat und gut zusammengearbeitet hat und mit Erfolg, dann ist es herrlich, das ist schön. Ja. Also für mich bleibt ganz viel die Vaterfigur, weil ich habe meinen Vater leider nie kennengelernt und habe immer gesucht nach jemandem, der mir Tipps gibt, der mir Ratschläge gibt. Also ich würde ihn auf den Sockel setzen, wo drunter steht, große Dankbarkeit für alle Unterhaltungskünstler, ob ernste Muse, leichte Muse oder Sport, denen er ein Podium gegeben hat. Jeder hat seine eigenen Erinnerungen an Heinz Quermann, aber unsere Menschen, die noch ja, die damit groß geworden sind, die werden ihn nie vergessen und werden ihm immer dankbar sein für diese wunderschönen Unterhaltungssendungen, die er den Menschen geschenkt hat. Tschüss und winke, winke, als ihr Heinz der Quermann.